Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, wir haben, man muss es wirklich sagen, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, katastrophale Tage hinter uns. Es sind Menschen gestorben in Schorndorf, zwei Menschen in ihrem Keller ertrunken, unglaubliche Schäden in vielerlei Hinsicht an Gebäuden, Schlamm in den Kellern, Wasser, Verkehrswege zerstört. Die Listen, die Bilder vor allen Dingen werden uns allen ja in Erinnerung bleiben. Und da muss ich wirklich sagen, gerade nach dieser Rede, die wir gerade gehört haben, das ist geradezu grotesk, wenn Sie hier mit Radwegen in Südamerika ankommen, anstatt sich auf diese Lage hier und konkrete Hilfen und Maßnahmen zu beziehen. Und ich will mal was dazu sagen, was haben wir denn erlebt, was waren denn die Ursachen? Zunächst mal haben wir es natürlich mit einer Wetterlage zu tun. Sie haben es vielleicht auch gehört, die sogenannte 5B, was heißt das? Luft aus dem Mittelmeerraum ist über den südöstlichen Alpenraum Richtung Süddeutschland geflossen. Und diese Luft, und da sind sich auch alle Experten einig, diese Luft nimmt, verursacht durch den Klimawandel, durch die Erderwärmung, mehr Wasser auf. Es ist mehr Wasser in der Luft, und zwar mit jedem Grad 7% mehr. Das ist schlicht und ergreifend, Herr Physik, Herr Heldstern, das sollten Sie eigentlich besser wissen. Ja? Und da kommen dann eben Wetterextreme zustande in Kombination mit einzelnen Wetterlagen, die wir in der Frequenz, in der Häufigkeit und vor allen Dingen auch in der zerstörerischen Intensität so auch hier in Baden-Württemberg noch nicht gesehen haben. Und man muss es einfach sagen, es hat begonnen mit dem Hochwasser, mit dem andauernden Regen, vor allen Dingen natürlich im Südosten des Landes, Oberschwaben, Allgäu, Bayern ist ja ganz, ganz besonders schlimm betroffen gewesen, aber auch im Rest von Baden-Württemberg hat es natürlich vermehrt geregnet und sogar am Rhein, ja, der jetzt nicht im Zentrum des Hochwassers stand, mussten Maßnahmen durchgeführt werden. Das ist jetzt nicht so groß berichtet worden, aber auch da wurde in Kombination oder in Vereinbarung mit den Regierungspräsidien Karlsruhe und Freiburg wurden Maßnahmen durchgeführt, um Schäden abzuwenden und insofern war das dann in Kombination nochmal von Sonntag auf Montag. Wir hatten ja die Lage ab Freitag, dann hatte man das Gefühl, es kann jetzt vielleicht wieder etwas besser werden. Unsere über 800 Rückhalteräume im Land Baden-Württemberg haben ihren Dienst getan. Also der Hochwasserschutz hat auch wirklich einen Beitrag geleistet, gerade auch, wenn ich die Stadt Leutkirch anschaue. Da hat das große Rückhaltebecken Urlau hat wirklich seinen Dienst geleistet. Und auch das Fetzacher Moos ist wirklich wichtig gewesen, hat Leben gerettet. Aber die Starkregenereignisse, die dann noch oben drauf kamen, diese Gewitterzellen, die sich in kleinsten Räumen entladen. Das sind ja nicht mal ganze Städte, die das dann betrifft, sondern Stadtteile, ja, die plötzlich von diesem Starkregen erfasst werden können. Die haben noch mal zusätzlich erhebliche Schäden angerichtet. Und da muss man sagen, das hat nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger, auch gerade ältere Bürgerinnen und Bürger erschreckt, weil sie sowas in ihrem Leben noch nie so erlebt haben. Das ging auch unseren Experten, unseren Wasserexperten im Haus, in der Hochwasservorhersagezentrale, in den Regierungspräsidien genauso. Diese Kombination, diese Intensität und auch die Schäden, das haben wir vorher hier noch nie erlebt, meine Damen und Herren. Man muss es einfach so sagen. Und das ist nicht
zu noch viel größeren Schäden und noch mehr Verlusten von Menschenleben gekommen ist, ist vielfach gesagt worden. Ich möchte es noch mal wiederholen. Das hat was damit zu tun, dass sowohl Ehrenamtliche, und zwar sehr viele Ehrenamtliche, seit Freitag toujours durch die Nacht hindurch, auch in Kombination mit Hauptamtlichen aus der Feuerwehr, aus den Rettungsdiensten, aus unserer Hochwasservorhersagezentrale, mit den Regierungspräsidien, die haben alle gemeinsam Hand in Hand gut gearbeitet. Die haben dafür gesorgt, dass es nicht noch größere Schäden gab. Und man muss es einfach sagen, es wurde Übermenschliches geleistet mit wenig Schlaf. Sie haben alles gegeben und ich glaube, da haben wir wirklich allergrößten Respekt und Dank hier an dieser Stelle nochmal auszudrücken. Und das muss man auch sagen, und das betrifft ja nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch andere Bundesländer, in diesem Jahr schon Probleme hatten mit Hochwasser. Saarland, Niedersachsen. Wir haben viel investiert in den letzten Jahren in Hochwasserschutz. Und nur um das mal deutlich zu machen, wir haben ja das Wasserentnahmeentgelt tatsächlich wirklich dafür gewidmet, für den Hochwasserschutz, für die Wasserrahmenrichtlinie, auch für den ökologischen Hochwasserschutz, den man bei dieser Sache nicht vergessen darf. Wir haben inzwischen den Betrag von 2011 25 Millionen auf inzwischen 115 Millionen gestärkt. Also das heißt, diese Landesregierung hat gehandelt, meine Damen und Herren. Es wird investiert und auch wir haben ja vor 8 Jahren in Braunsbach erlebt, was ein kleines Starkregenereignis auslösen kann. Was diese Schlammlawine dem kleinen Ort Braunsbach ausgelöst hat. Und wir haben auch daraus gelernt. Wir haben ein Starkregen-Risikomanagement auf den Weg gebracht im Land. Fast die Hälfte der Gemeinden hat es schon auf den Weg gebracht und umgesetzt. Und das rettet Leben, ja? Sich das anzuschauen, vor Ort entsprechende Maßnahmen zu treffen. Da geht es ja nicht nur um Hochwasserschutz, sondern da geht es genau um die Frage, wo kann Wasser abfließen, wo kann Wasser gespeichert werden, wo können wir den Abfluss verlangsamen, damit eben nicht unglaublich hohe Pegelstände in wenigen Stunden entstehen. Also da sind auch Hausaufgaben gemacht worden. Und ich darf sagen, ich war auch nicht nur in den Gebieten unterwegs, die wirklich schwer getroffen worden sind, auch vom Hochwasser, wie zum Beispiel in Rudersberg, die wirklich das, gerade dieses Thema Starkregen besonders schlimm getroffen hat. Ich habe mir auch Maßnahmen angeschaut an der Kocher, die eben vor 8 Jahren... Sehr geehrte Herren Baron und Lede Abal, Frau Ministerin Walker hat das Wort. Danke. Also vor 8 Jahren hat ja gerade dieses Flussgebiet an der Kocher auch schon erhebliche Hochwasser und auch dann Braunsbach das Starkregenereignis erlebt. Und man hat daraus gelernt. Wir haben dort eine Rückhaltemaßnahme vom Land aus investiert. Der Fraktionsvorsitzende Andi Schwarz hat gesagt, 6,3 Millionen Invest. Was ist geschützt? Welche Vermögenswerte? 145 Millionen Euro. Und deswegen sage ich, jeder Cent, den wir da investieren, ist gut angelegtes Geld. Und Klimawandel, Anpassung, Hochwasserschutz, Starkregen, all das, urbanes Wasserressourcenmanagement, das bringen wir mit dem MLW gemeinsam auf den Weg. Das Verkehrsministerium ist auch dabei. Es geht ja auch um die Frage Wege, Brücken, Straßen. Wie können die geschützt werden, dass Menschen nicht in einem Tunnel im Auto ertrinken? Ja? Das ist auch schon passiert, gerade im Ahrtal. Ich glaube, da hat man auch viel draus gelernt. Aber da müssen wir natürlich massiv dran arbeiten. Aber da muss ich schon sagen,
Klimawandelanpassung ist nichts, was zentral fürs ganze Land in Stuttgart entschieden wird, sondern das ist eben gerade der Punkt, dass man dezentral analysiert, wo sind unsere Gefahrenpotenziale, welche Probleme haben wir vor Ort. Und deswegen gibt es nicht ein Konzept für alle, sondern wir stellen einen Rahmen zur Verfügung, den alle anwenden können und vor Ort passgenaue Maßnahmen umsetzen können, meine Damen und Herren. Darum geht's. Und ich möchte auch noch mal sagen, wir haben FLIWAS, Flutinformation und Warnsystem, auch von der LUBW auf den Weg gebracht. Da sind viele dabei, gerade in Niedernhall, an der Kocher, der ganze Landkreis Hohenlohe ist Teil dieses Frühwarnsystems. Die haben mir alle bestätigt, das war Gold wert, dass sie daran beteiligt sind, an diesem Frühwarnsystem. Wir haben Gefahrenkarten von der LUBW, über 12.500 Flusskilometer, da gibt es gleichzeitig für alle Infos und es müssen, das sage ich hier auch nochmal, auch von kommunaler Seite, mein Appell, bitte werden Sie Teil dieses Frühwarnsystems. Es sind noch zu wenige im Verhältnis, es müssen mehr werden, die Kosten sind wirklich relativ geringfügig. Bitte priorisieren Sie das auch in den Gemeinderäten. Schließen Sie sich an. Es rettet auch Leben im Zweifelsfall. Frau Ministerin Walker, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Dr. Schweiger zu. Ja. Vielen Dank, Frau Ministerin, für das Zulassen der Frage. Sie haben jetzt das Thema der zerstörten Infrastruktur angesprochen. Es gibt ja jetzt ein Schreiben des Landrats, zum Beispiel des Rems-Murr-Kreises, wo man ja auch jetzt fordert, dass das Land gerade bei der Infrastruktur, die ich ja nicht versichern kann, gegen Elementarschäden ein Soforthilfeprogramm macht. Wie stehen Sie da dazu? Was kann man da dazu sagen? Die Frage beantworte ich gerne. Ich komme auch noch zu dem, ich würde es gerne im Rahmen der Versicherungsschutzfrage noch mal aufrufen. Das beantworte ich sehr gerne. Also die Grundfrage, die man sich stellen muss, ist ja, nachdem wir analysiert haben, was ist passiert, wo sind auch noch Probleme aufgetaucht jetzt, gerade in der akuten Phase, was wird in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Da war ich doch noch mal, das Stichwort Klimawandel heißt, häufiger werden uns auch solche Ereignisse treffen und nicht unbedingt immer in den Gebieten, wo man es vorhersehen kann, also eben auch kleinste Flussgebiete. Und das heißt, wir werden vielmehr noch weiterhin in den Hochwasserschutz, in die Klimawandelanpassung investieren müssen. Dafür müssen Gelder auch bereitgestellt werden, denn jeder Cent, den wir da investieren, spart uns viel Geld, was wir im Falle einer Katastrophe zahlen müssen. Aber, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, weil letzte Woche die Umweltministerkonferenz getagt hat, da waren wir uns alle einig. Diese Frage der Klimawandelanpassung muss eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sein. Das übertrifft wirklich die Möglichkeiten einzelner Länder oder kommunaler Haushalte. Wir brauchen eine neue Gemeinschaftsaufgabe und auch die GAG muss auskömmlich finanziert werden. Hier darf es keine Kürzungen geben. Das muss jetzt Priorität haben, meine Damen und Herren. Denn die Schäden, Infrastruktur, sind immens. Ich meine, Sie erinnern sich vielleicht, Ahrtal 40 Milliarden, Braunsbach alleine über 50 Millionen Euro. Es ist wirklich viel Geld. Der Verkehrsminister hat mich vorhin noch angesprochen, hat gemeint, also das ist auch ein zweistelliger Millionenbetrag auf jeden Fall. Ich kann es derzeit noch nicht beziffern, was die Kosten sein werden hier im Land. Die Versicherungswirtschaft spricht in Süddeutschland auch von Milliardenbeträgen inzwischen. Klar ist, man wird für die Infrastruktur natürlich Lösungen finden. Man muss natürlich schauen, wie wir das wieder aufgebaut bekommen. Und für mich als diejenige, die auch für Hochwasserschutz verantwortlich ist, wir müssen die Dämme sanieren. Wir müssen sie ertüchtigen. Wir müssen sie anpassen an veränderte Wetterlagen. Also ein 100-jähriges Hochwasser vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, das hat sich geändert. Ja? Also das heißt, wir werden das ganz genau anschauen müssen, anpassen. Natürlich
Technische Infrastruktur alleine wird uns nicht retten. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und selbst die besten Maßnahmen, sie können ja nicht überall Hochwasser-Extreminfrastruktur aufbauen. Das wäre ganz unmöglich im Land. Die werden nicht einen hundertprozentigen Schutz geben. Das habe ich auch gerade in Rudersberg gesehen. Die haben wirklich viel gemacht schon in der Vergangenheit und sind trotzdem massiv betroffen. Also das heißt, wir brauchen auch einen Versicherungsschutz. Der Ministerpräsident hat es gesagt, wir haben schon in den allgemeinen Haushalt unglaublich viel zu leisten bei der Infrastruktur insgesamt. Und deswegen muss es jetzt endlich mal umgesetzt werden. Die Ministerpräsidenten haben das schon seit Jahr und Tag einstimmig beschlossen. Es sollte eine Elementarschadenpflichtversicherung geben in Deutschland, und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, sondern es geht um den solidarischen Effekt und damit auch niedrigen Beitrag für alle, der aber eben vor den Schäden schützt, meine Damen und Herren. Das muss jetzt endlich kommen. Es darf da keinen Verzug mehr geben. Und auch das haben wir als Umweltministerinnen und Minister und Senatorinnen, Senatoren der Länder einstimmig beschlossen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Und da kann ich auch nur noch mal, wie mein Kollege Schwarz, appellieren an die FDP. Ergreifen Sie jetzt die ausgestreckte Hand. Die Katastrophen kommen. Die werden weiterkommen. Wir haben schon drei große in diesem Jahr erlebt. Die Kapazitäten von Landeshaushalten oder auch Bundeshaushalten, einzelne Schäden durch Sofort- und Hilfsprogramme zu lindern, sind begrenzt. Ja? Wir reden ja eben nicht mehr von Jahrhunderthochwassern, sondern wir reden von Extremwetterlagen, Hochwasser- und Starkregensituationen, die quasi mehrmals im Jahr unvorhersehbar stattfinden. Und ich darf Ihnen sagen, ein Klimaexperte vom KIT hat uns einen guten Vortrag gehalten beim Windbranchentag und hat dargelegt, Süddeutschland ist sogar noch sehr stark betroffen, weil wir sehr viel Luftfeuchtigkeit hier schon haben, bedingt durch die Erwärmung des Klimawandels, meine Damen und Herren. Also, wir müssen da intensiv dran arbeiten. Wir müssen Hochwasserschutz betreiben, Katastrophenschutz weiter optimieren, aus den Erfahrungen lernen, FLIWAS. Das möchte ich, das kommt noch, FLIWAS als ein Warnsystem, wirklich nochmal meine dringende Bitte an alle, wirklich sich daran zu beteiligen. Wir müssen aus jedem Ereignis unsere Lehren ziehen und daraus lernen. Ich glaube schon, das haben mir auch viele vor Ort bestätigt, dass die Menschen, weil sie das Ahrtal erlebt haben und die Bilder gesehen haben und auch die hohe Zahl von Todesopfern, gut reagiert haben. Also wenn es die Aufforderung gab zur Evakuierung oder sich schon mal vorzubereiten oder Ähnliches, da gab es eine sehr große Bereitschaft, Aufgeschlossenheit. Ich darf auch noch mal sagen, viele Menschen, die nicht irgendwo im Ehrenamt oder Hauptamt tätig sind, auch die haben unglaubliche Nachbarschaftshilfe geleistet, haben sich gegenseitig geholfen, haben nicht gewartet, bis jemand nachfragt. Das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal dazu sagen, meine Damen und Herren. Wir müssen da weiter dranbleiben. Was sind die Ursachen, haben wir schon gesagt. Aber freilich ist es so, dass wir uns um den Wasserhaushalt des Bodens kümmern müssen. Schnelle Wasserabflüsse, ausgetrocknete Moore, versiegelte Flächen, das sind alles Verstärker von Hochwasser- und Starkregensituationen. Ich darf mal sagen, guter Moorschutz ist auch guter Hochwasserschutz. Also wenn wir etwas für die Renaturierung von Mooren, von Flussauen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass auch Flächen entsiegelt werden, dass vielfach Drainagen auch mal abgebaut werden, damit das Wasser eben nicht sturzbachähnlich sofort abfließt, sobald es mal ein Regenereignis gibt. Das sind alles Maßnahmen, natürlicher Klimaschutz, natürlicher Hochwasserschutz. Auch da müssen wir intensiv dranbleiben. Das ist eine Kombination aus Maßnahmen. Das ist vollkommen klar. Aber last but not least, und das möchte ich noch mal zum Schluss sagen, weil das ja auch angesprochen wurde, Klimawandelanpassung ist unabdingbar, gar keine Frage. Wir müssen da dranbleiben, wir müssen investieren.
Aber das, was wir jetzt an Wetterereignissen erleben, das ist der CO2-Ausstoß der Vergangenheit. Das, was wir jetzt haben, das ist die CO2-Emissionen aus der Vergangenheit. Der Zusammenhang ist klar mit der Erderwärmung. Und wir werden alles tun, um in Zukunft wirklich CO2 weiter zu reduzieren. Wir müssen in allen Sektoren wirklich Maßnahmen ergreifen, damit wir die Klimaneutralität bis 2040 oder in Deutschland bis 2045, in Europa bis 2050 erreichen. Das ist die Elementarschadenversicherung unserer ganzen Gesellschaft, Klimaschutz. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns wirklich gemeinsam handeln. Wir müssen da weiter aktiv bleiben. Es gibt kein Entweder-Oder. Man darf es auch nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre fatal. Das würde dann nämlich für unsere Enkel- und Urenkelkinder bedeuten, sie könnten solche Unwetter überhaupt nicht mehr steuern. Und das ist jetzt unsere Verantwortung. Es ist unsere Zeit. Es ist unsere Generation. Wir müssen da jetzt intensiv dran arbeiten. Ich lade Sie alle dazu ein, dass wir das zusammen gemeinsam tun. Da müssen auch alle gemeinsam dran beteiligt sein, sonst funktioniert es ja nicht. Und von daher ist es noch mal mein Schlussappell. Lassen Sie uns auch am Thema Klimaschutz dranbleiben. Neben allen anderen technischen oder auch Renaturierungsmaßnahmen ist das die zentrale Aufgabe unserer Generation. Dankeschön.